Kommen wir hier nun raus bei Vampire's Dawn. Ich bin der Steve und Naja, Let's Play Retro World. ja, im letzten Part wurden wir von Abraxas hier gefangen genommen. Bin ich hier noch durch die Gegend laufen? Wir sind bestimmt Gegner. Höhlenferkel und Erdwurm. Ja, wir müssen mal gucken, wie viele von denen wir hier töten können. Genau. Wir werden bei Kämpfen das so machen, dass wir ja on-cam ein paar machen. Und ich denke, gucken, ob wir vielleicht auch fliegen können oder so. Dann wollen wir lieber nämlich offscreen trainieren. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall besser. Das Blöde ist ja dann auch, dass wir jetzt sozusagen Asgard überleveln würden. Ja, Sprich, wir genau. könnten dann theoretisch schon eigentlich Asgard töten. Einfach mal so aus Spaß. Dann würde uns Elaine gehören. Aber das wollen wir natürlich nicht. Denn wir wollen Aisha. Genau. Vorerst wollen wir noch Aisha. Ah, wir bleiben. Wo gehst du denn hin? Ich weiß nicht, wie. Oh, da ist ein Geheimgang. Sehr gut, Steve. Gut, dass du wie ein NPC durch die Gegend läufst. Zack. Cool. Ich meine, komm, Aisha ist blond und sah besser aus. Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir die wiederbeleben können, dann nehmen wir natürlich sie. Ansonsten, naja, nehmen wir Elaine. Elaine sieht auch ganz gut aus, ne? Man hat ja auch nicht so viel Auswahl, ne? Aber gut, ich sag jetzt einfach mal, du hast die Wahl zwischen zwei halbwegs gut aussehenden Frauen und Von Blond. daher. Es könnte schlimmer sein. Ich Die denke. Ewigkeit könnte schlimmer sein. Richtig. Und ich behaupte einfach mal, der Asuka sieht es auch nicht so gut aus. Also ich denke mal, wir bieten unsere Sonnenbrille schon deutlich mehr, oder? Ne? Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Und wir bekommen einen Speicherstein. Ja, Erdwürmer. Wenn wir ziemlich groß sind. Also, wir scheinen auf jeden Fall gut gelevelt zu sein. Die machen ja keinen Schaden. Ich denke auch, ja. Wir hatten ja am Anfang noch überlegt, ob wir auf Level 5 hochleveln und einen neuen Zauber lernen können. Aber das hat uns dann doch etwas zu lange gedauert. Also Genau. gut, ich glaube auch nicht, dass wir Asuka überhaupt überleveln können. Wobei ich denke mal schon Level 5 können wir auf jeden Fall noch schaffen. Das ist gar nicht so Asuka ist schlecht. Level 6 aktuell. Genau. Damit wir, wenn wir dann wieder zurück zum Schloss kommen, sofort weitere Zaubersprüche lernen können. Wenn wir wieder beim Schloss sind, haben wir sowieso einiges im Magieraum zu tun. Wir müssen uns noch ein paar Seelensteine erstellen. Wir können dann anfangen, die Erzproduktion zu erhöhen, damit wir uns auch noch ein bisschen Geld reingrinden können. Genau. Wir Denn wollen ja nicht noch mehr Seelensteine. wie hat denn die Speicherstein, Speichersteine genau. wollen wir ja nicht benutzt. Jetzt haben wir ein paar benutzt, weil man das auch regulär im Spiel könnte. Aber die Speichersteine sind ja wirklich nur fürs Let's Playen gedacht und nicht für wir cheaten uns Geld. So, jetzt da nicht weiter, gucken wir mal nach hier oben. Höllenferkel. Ja. Hier gehen Ein wir mal. Höhlenferkel, aber was? Höhlenferkel, ja. Ach, Höhle, Hölle, alles gleiche. Ansonsten gehen die Kämpfe schön von der Hand. Oh, eine kleine Truhe. Sie sieht irgendwie anders aus als die anderen. Ja. Heilbalsam. Was ist denn das? Ich finde das aber nett, dass der Abraxas in dieser Höhle Truhen für uns versteckt hat, Ja, die wir ja. looten können. Da unten, da unten. 25 EP. Naja. Was ist das für ein Höhlensystem? Weiß ich Ja, also. gut, das könnte sogar durchaus ein natürliches Höhlensystem sein. Aber was ich komisch finde, warum sind da so viele Pflanzen drinne? Ja, irgendwo muss ja der Sauerstoff herkommen. Irgendwie Moose und sowas. Ja, ist nicht in so einem Berg Ja, da ist drinne. schon ein bisschen viel. Das sieht ja eher aus, als würde da Laub rumliegen. Ja, genau. Wir können nicht mehr fliehen. Tja, wer hätte es gedacht, Steve? Wir wissen doch, wie das in jedem Rollenspiel ist. Die Fliehenfunktion, Ja. die ist einfach nur Attrappe. Ja. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video ausstrahle, aber sagen wir es einfach so, in Dragonquest machst du das zweite Let's Play. Sprechen wir auch noch einmal über das Thema Fliehen. Und in der Regel geht das einfach nicht, ne? In der Regel? Nein. Ich weiß noch, wie das bei, ich glaube, Final Fantasy 8 war. Also, da musste man irgendwie zwei Tasten gedrückt halten und dann haben die angefangen, oder ja, haben die angefangen zu fliehen. Und in der Zwischenzeit, also wir sind einfach sozusagen nur gerannt in Richtung Bildschirmrand, so ungefähr, ne?
Ja. Ohne sich aber wirklich von der Stelle zu bewegen, und der Gegner konnte natürlich in der Zeit noch angreifen, ne? Und wenn du sozusagen nicht fliehen konntest, dann sind die Leute die ganze Zeit gerannt, der Gegner hat die angegriffen, aber da ist nichts weiter passiert, ja. Okay. Das war vielleicht dämlich. Ja, und das Witzige ist, auch man konnte da nicht mehr fliehen, wenn irgendwie eins der Gruppenmitglieder verwirrt war oder so. Okay. Finde ich auch blöd. Gibt es eigentlich in dem Spiel verschiedene Statusse für tot sein? Also außer Gefecht sein? Starr und gelähmt oder sowas vielleicht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, also in. Das mache ich jetzt noch nicht mal. Also in. Zum Beispiel jetzt Might and Magic. Gibt es ja einmal, du bist tot. Ne? Also du bist einfach gestorben. Aber du konntest auch noch vernichtet sein. Das, wenn du zum Beispiel zu einem Priester gegangen bist, konnte ein Priester dich das in der Regel... nicht. Also vernichtet, zum Beispiel gibt's nicht Vernichtenstatus. Ja, ja, ich... Pass auf, bei Baldur's Gate war das so ähnlich. Also du... Es gab immer wieder die Möglichkeit, getötet zu werden, ja? Hm. Wenn ein Charakter tot war, dann hattest du ihn immer noch sozusagen im Team, aber du hattest einfach nur so ein graues, so ein graues Bild von ihm, ne? So ein genau. Grau unterlegtes Bild von ja. ihm. So, das war halt einfach nur ganz normal tot. Aber dann gab es noch die Möglichkeit, anderweitig zu sterben, zum Beispiel, indem man irgendwie zerstückelt wird oder indem man aufgelöst wird oder indem man eingekerkert wird, was auch immer. Ja, genau. Und dann war man da einfach völlig verschwunden. Ach so, okay. Dann warst du einfach weg, ja. Dann lag halt noch eine Leiche davon rum und das war's. Mhm. Das Witzige ist ja auch, was man zum Beispiel auch machen kann, also theoretisch als Game, also nicht richtig als Gamebreaker in Baldur's Gate, aber auf jeden Fall die Möglichkeit, den Charakter dauerhaft zu verlieren. Du lässt ihn einfach sterben, sodass er ausgegraut ist. Dann, ja. dann nimmst du ein anderes Mitglied in deine Truppe auf und schmeißt den Typen raus. Dann schmeißt du dort einfach nur die Leiche hin und legt da diese Leiche rum. Die kannst du natürlich nie wieder in dein Team aufnehmen, du kannst auch nicht wiederbeleben. Die ist dann einfach, wenn du dich immer einen Tag ausgeruht hast, ist die dann einfach weg, ne? Okay. Das ist schon eigentlich ganz witzig. Na, bei Might and Magic war es so, wenn du jetzt zum Beispiel auf 0 HP runter bist, ne? Dann warst du halt besiegt, ne? Du warst tot. Aber du konntest eben auch auf deine Lebenspunkte konnten auch ins Negative sinken. Wenn zum Beispiel jetzt dein Gegner weiter Massenzauber auf dich gemacht hat, hat auch der Tote weiter Schaden bekommen. Und irgendwann waren die Punkte so negativ, dass du vernichtet warst, also deine Leiche quasi zerstört wurde, ne? Und dann konntest du nicht mehr so einfach wiederbelebt werden. Beim Priester war es halt teurer und auch so ein normaler Wiederbelebungsspell konnte das nicht so einfach dann machen. Und es gab noch einen dritten Todeszustand, und zwar versteinert. Also wenn zum Beispiel deine komplette Truppe versteinert war, galt das auch als, du bist besiegt, ne? Was für eine hässliche Statue. Ha, hier unten ist irgendetwas. Eine geheime Schublade. Ha, mehrere seltsame Steine. 5 Speichersteine. Da oben ist ein Geist, mit dem wollen wir doch auf jeden Fall mal reden. Ja. Ich glaube, das ist ein Blutgeist. Also das ist mal großes Lob, wir hätten jetzt... glaube ich, 23 Weichgesteine bisher schon bekommen, ne? Auf jeden Fall über 20, ja. Also vielleicht war wirklich meine Sorge ein bisschen hoch. Ich wollte halt nur sicherstellen, dass wir einmal pro Part speichern können, ne? Ich denke, ja, das ist schon angemessen, deine Paranoia. Wir werden unsere 90 Speichersteine schon auf jeden Fall verbrauchen. Und... ja, im Endeffekt war es ja schon gut so, weil immerhin mussten wir ja schon einmal, zweimal schon zurückladen, ne? Einmal aus eigener Dummheit und einmal, weil das Spiel einen nicht gewarnt hat. Jo. Ja. So langsam nervt die Gegner hier so ein bisschen. Ja, aber da kommst du nicht drum herum. Bist du schon Level aufgestiegen, oder? Ja, ja, Valnar zumindest auf jeden Fall schon aufgestiegen. Gut. Ne, beide. Ah, okay. Alles klar, naja, lass einfach zu dem Blutgeist gehen. Ja. Wir können ja dann nächstes Mal wieder versuchen zu fliehen. Ja, wenn wir Level 6 sind, versuchen wir es wieder, ne? Genau. Problem ist, leider können wir auch nichts. Also wir kennen keine Zauber oder so, um den Kampf zu beschleunigen. Wir machen halt noch keinen Schaden. Also spammen wir weiter Enter. Das gute alte Enter-Spammen. Ja. Beziehungsweise A-Knopf-Spammen. Enter-Kloppen, Enter-Kloppen, Enter-Kloppen. Ja.
Aber gut, was soll's. Ja, gehört dir dazu. So ist er eben, der Maker mit einem Zufallskampfsystem. Ein Geist! Endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde! Keine Freunde mehr! Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann! Ich? Redest du von mir? Ich bin müde! Nimm meine Kräfte und leb wohl! Okay. Dauer der Skelettbeschwörung gestiegen. Ah, das ist cool. Das ist cool. Ja, hier oben gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr besonders viel. Ich denke mal, der Geheimgang, also es gab wirklich nur einen Geheimgang. Auf jeden Fall, ja, jetzt müssen wir irgendwie nach unten gehen. Ich denke mal, wir haben jetzt auch hier gut den oberen Teil dieses Dungeons bereits erkundet. Kannst du dich ungefähr erinnern, wie groß der so sein wird, dieser Dungeon? Du bist jetzt ungefähr zur Hälfte durch. Ja, okay, ja, ganz gut. Machen wir mal schön weiter. Ja, mittlerweile gehen sie ja auch, ne? Ein Level wollen wir auf jeden Fall noch aufsteigen. Und immerhin gab es auch schon einiges zu entdecken, ne? Ich meine, überall hat man Truhen gehabt und auch... Genau. Muss man auch sagen, was halt nicht schlecht wäre, wären so ein, zwei Gegner mehr, wären schon nicht schlecht gewesen, ne? So ein, zwei Gegner mehr. Verstehe ich jetzt nicht. Also, wir haben treffen halt immer nur die gleichen Gegner. Immer nur Würmer und... Ach so, gut. Wenn ich jetzt so an neuere Spiele denke, ich sag jetzt einfach mal Bravely Default, weißt du, das letzte JRPG, was ich gespielt habe, da hast du schon immer so pro Gebiet so 6 bis 8 Gegner gehabt, ne? Ja, also wenn du fleißig genug bist, dir die ganzen Monster Charsets zusammenzusuchen. Oder Monster Sprites. Ich meine, das ist es ja, entweder du musst sie irgendwie selbst erstellen. Ich meine, du machst sie selbst. Wenn du die selbst erstellst, hast du dann... Ja, nein. Aber ich meine, die sind ja nicht selbst erstellt. Ja. Muss man eher dazu sagen. Das ist dann... Ja, genau. Ich meine, die sind ja geklaut, so ungefähr, ne? Ja. Ist auch nicht schlimm. Es ist nur keine Kritik oder so. Ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, niemand verlangt... Heilstaub. Wir würden es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ja, klar. Muss man auch. Ist auch wirklich Quatsch. Ja. Warum soll man... Also, entweder man kann natürlich Bosse oder so vielleicht selber designen, ist ganz cool, ne? Wenn man vielleicht bei Bossen sowas Individuelles hat. Bei einem Gegner... Naja. Außer natürlich, klar, man hat ein Team. Na, aber ich meine, Mal hat das alleine gemacht, so ein Großteil, ne? Genau. Und da kann man jetzt nicht verlangen, dass dann so jemand sich noch ransetzt und so ein One-Hit-Wonder ist, selbst Musik komponiert, selbst die Grafiken zeichnet und... Eben, und der hat ja schon eine Menge hier gemacht, ja. Ja, also das finde ich, das sollte man doch einfach nicht von jemandem verlangen oder so. Und die heutigen großen Spiele, die so in der Entwicklung sind, sind immer ganze Teams dahinter, ne? Also alles... Das Team Bloody Dagger. Na, das ist ja noch ein bisschen anders. Das ist ja einfach... Zusammenschluss von Leuten, ja. Die trotzdem jeder ihre eigenen Spiele machen, wie eben zum Beispiel Force und Charon 2. Das sind einfach mal die populärsten Spiele jetzt, der Leute zu nennen. Wobei wir jetzt natürlich, wie wir schon gesagt haben, Force in der Vollversion definitiv mal anschauen werden, ne? Ist ja auch mal zu abzuwarten, wann die dann rauskommt. Vielleicht kommt sie ja schon nächstes Jahr. Also genau. 2016 dann. Ja. Und ein gutes Spiel, muss man sagen, dauert halt auch mal ein paar Jahre, wenn man das alleine macht, ne? Das ist halt einfach so. Man muss sich auch überlegen, es ist ja nur ein Hobby. Und... Also wenn du so willst, dann warten wir wirklich auf so viele Spiele. Also, wie war es noch gleich? Die Gräfin und die Spinne? Da meinte ich ja auch damals zu dem Graf Hurien im Forum, ja gut, also wenn es noch weitere 6 Jahre dauert, dann müssen wir eben alle so lange warten, ne? Aber ich werde auf jeden Fall noch hier sein und die Vollversion spielen. Ja klar, das ist halt einfach so. Eternal Legends 2 soll ja dieses Jahr kommen. Also er möchte es gar nicht rausbringen. Ja, da wäre ich, sag mal, ein bisschen skeptisch. Ja. Ja, also nichts gegen die Leute. Die Sache ist eben nur, dass ein Spiel braucht eben eine Menge Disziplin. Und ich meine, man muss es einfach mal so sehen. Als das damals alles angefangen hat, so 2002, 2003 rum, da waren viele Leute... Die waren ja damals irgendwie schon so zwischen 20 und 30, ja.
Und die sind ja jetzt 15 Jahre später, dementsprechend natürlich 15 Jahre älter. Sprich, viele nähern sich der 40 oder sind sogar schon 40 und ja. stecken trotzdem immer noch Zeit und Energie da in irgendwelche. Ja. Ja, und ich glaube, der Einzige, der wirklich ohne Pause durchgemacht hat, ist halt Calvin. Ja, alle ja anderen... Calvin ist ein Wunder. Ja. Dazu muss man übrigens auch sagen, dass es leider sehr schade ist, dass Calvin dieses Let's Play hier niemals sehen wird. Denn Calvin ist niemals so weit gekommen wie wir bei Vampire's Dawn. Der hat schon wesentlich früher aufgehört. Das ist immer extrem witzig. Ich habe mir da einige Diskussionen in dem Forum durchgelesen. Und zum Beispiel gab es ja auch so einen Thread zu Vampire's Dawn 3. Und ja. wirklich die ganze Zeit über. Naja, also in dem Spiel gibt's das zu kritisieren und jene zu kritisieren. Und um ehrlich zu sein, habe ich es auch gar nicht besonders weit gespielt. Das hat mich einfach nicht interessiert, ja. Aber dann auf der anderen Seite, ja, wenn du Calvin irgendwie kritisierst, ja. Oh ja. Calvin macht die Kritik überhaupt nicht. Das Problem, man muss halt so, das ist immer ein schwieriges Thema. Meistens hat Calvin ein paar echt gute Spiele gemacht, worum er auch durchaus zu rechnen gut macht. Naja, der Vorteil bei Calvin ist sozusagen, dass jedes seiner Spiele ist halt spielbar. Ne? Man kann halt nicht sagen, okay, das Spiel ist halt wirklich Mist, ja. Die Spiele sind halt alle in Ordnung, sind halt vom Gameplay in Ordnung. Man kann es halt innerhalb von ein paar Stunden durchspielen. Es macht sogar irgendwie Spaß ungefähr. Ja, ne? Ja. Aber wenn man da jetzt ein bisschen näher ins Detail reingeht, dann sieht man da eher so eine gewisse Stagnation, wenn nicht sogar stellenweise eine Rückentwicklung. Ja. Und das, obwohl er ja schon richtig gute Spiele rausgebracht hat eigentlich. Deswegen. Genau. Ich muss sagen, was ich halt Calvin nicht so richtig abnehmen kann, das sind diese Gruselspiele mit diesem, ich sag mal so einem schönen Calvin-Monster, wie sie 2MG immer so schön nennt, ne? Weil diese Monster, die er dort selbst zeichnet, einfach nicht gut aussehen. Ne, ich finde das ja auch interessant. Es scheint irgendwie sein Lieblingssetting zu sein, so ungefähr, ne? In der normalen Welt, irgendwie in so einer komischen, prekären Situation, am besten noch mit irgendwelchen Jugendlichen oder jungen Leuten. Ja, er macht immer so nach Silent Hill, will er halt immer machen. Ja, genau, und, genau. Und Blutviole, ne? Also, Lehm ist meines Erachtens her, jetzt hat auch neulich, auf jeden Fall ein neues Spiel rausgebracht, irgendwann mal, wo es darum ging, um so einen Jungen, der stumm ist. Ne? Genau, das ist das, wo ich den Flag gelesen habe. Und ich dachte mir, das sieht so ganz interessant aus, aber ich habe mir so ein, zwei Reviews so angeschaut. Es ist wieder so typische Calvin-Rätsel. Die ganzen Rätsel sind zusammenhangslos. Ja, aber es soll trotzdem schon ein bisschen besser als die Spiele. Ja, genau, das sein. Ist richtig, genau. Ja. Weil ich persönlich eigentlich nur wirklich richtig schlecht in diese Nightmare-Reihe von ihm. Also die Urban Nightmare und Desert Nightmare. Also, ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, aber die Charakterentwicklung war einfach Urban Nightmare. Hier kam er, oder? Ich glaube auch, da kannst du nicht durchgehen. Genau, da kam er her, ja. Das ist schon wirklich hart. Ich meine, man spielt da unter anderem einen Typen, der halt seine Frau schlägt und so, ne? Und der Plot-Twist, Achtung, Spoiler, ist, sie verlässt ihn nicht und die leben auch weiter zusammen. Aber ja. er sagt auch nicht so was wie, ich müsste mich bessern, sondern, ich bin reingekommen, weil ich meine Frau geschlagen habe. Yo, das war's. Ne? Nicht irgendwie, es tut mir leid und ich muss mich ändern, sondern, ich bin halt ein Asshole, ich hab's überlebt und ich kann weiter Asshole sein. Sie verlässt mich ja eh nicht. Klar. Und das, Calvin spielen. Und das ist irgendwie so die Moral, ne? Und hab das dann so Pseudo-Nacktheit dir immer einbaut, ja, aber ne? Warum? Calvin zeigt einfach, wie es im Leben richtig funktioniert. Du bist einfach immer ein Schwein und du weißt genau, die Alte verlässt dich sowieso nicht. Eben genau deswegen, weil du ein Schwein bist. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das nicht. Ich glaube, das ist ein Sackgasse. Ja. Also ich finde das halt so nicht gut. Ich finde immer schon, dass man so eine gewisse. Man kann sich die Charaktere einbauen. Es sollte zumindest irgendwie eine Moral geben oder sowas. Und am Ende hat der Charakter gelernt, dass das ganze Spiel eigentlich völlig sinnlos war, weil er immer noch genauso ein Arschloch ist wie vorher. Genau. Er hat keine Entwicklung durchgemacht. Er hat diesen ganzen Horror durchlebt, aber der Horror hat ihm nur gezeigt, dass das Leben perfekt ist. Ja, ja. Und genau das stört mich an der Sackgasse. Ja, an den Spielen von Calvin. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich kann das natürlich gut finden oder so. Und es soll jetzt auch kein Diss sein, sondern einfach nur eine Kritik, ne? Und ich finde, was mich auch ein bisschen stört, ist dieses so, dass er meint, ich schaue mir keine Videokritik an. Du kannst das auch schreiben. Das ist halt so eine Einstellung, die für 10 Jahren... Nein, warte mal, die Sache ist eben eine Videokritik, dafür müsste er sich eben doch wirklich die Zeit nehmen und sein komplettes Projekt sozusagen nochmal anschauen. Die Sache ist eben nur, wenn er jemand vorliest und noch dazu spricht, dann dauert das eben wesentlich länger, als wenn man das einfach nur so spielt, ja.
Und er hat wahrscheinlich einfach kein Interesse daran, um die 24 Stunden... Nee, das ist gar nicht gemeint. Selbst solche Review-Videos, die irgendwie 10 Minuten gehen... Ach so. Und die guckt er sich nicht an mit der Begründung, man kann es auch schreiben. Er findet das Medium Video für Kritik nicht gut. Und das, die Einstellung könnte man vielleicht vor 10 Jahren haben oder so, ne? Aber doch nicht heute, im Jahr 2015. Ja, weißt du, ne? Die Zeit entwickelt sich halt irgendwo auch weiter an der Stelle. Aber dennoch, wie gesagt, muss man natürlich knallhart sagen, er ist natürlich ein guter Makerer, ne? Und, ich meine, das, was er geschafft hat, müssen erstmal andere nachmachen, so ungefähr, ne? So lange durchhalten und ihn doch wirklich immer Spiele rausbringen, die du auch durchspielen kannst, die, das stimmt, in sich also, das funktionieren. Muss man zumindest sagen, ja, die Spiele sind alle recht bugfrei und, Genau. Und das, ich denke mal, das hat so in der Form halt kein anderer gemacht. Aber er ist für mich jetzt so ein Fall, wo ich mir manchmal wünschen würde, vielleicht mehr Klasse, ne? Statt Masse an der Stelle so ungefähr. Ich würde mir einfach nur wünschen, er würde einfach mit jemandem zusammenarbeiten, der andere Sachen, also wo, mit dem er sich irgendwie ergänzt, ja. So, ich denke aber, die zweite Etage von dem Dungeon machen wir dann erst im nächsten Part. Genau, ich war ja DSD Steve und Let's Play Retro World. Wenn es jemand hätte, einen Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschüss.